Heute, was geht ab, Leute? Hong hier? Was gibt's Neues? Barsch hat gestern geschrieben. Er meinte, yo Hong, erinnere mich. Nächstes Mal, wenn wir uns sehen, erzähle ich dir etwas über DeFi. Und, du kannst die Kamera laufen lassen, das mit aufnehmen. Für euch, Leute. Was kann das bloß sein? Ja, Kryptomarkt hat sich wieder gut erholt. Es gab ja ein kleines Tief, Rückschlag, wo sogar Dimi auf einmal geschrieben hat und Panik geschoben hat. Hong, soll ich verkaufen? Was ist da los? Wir müssen noch verkaufen. Ihr seht es ja am Anfang des Videos immer, wo wir die Vlogs gestartet haben, die Daily Vlogs. Da war es bei ungefähr 300k, dann ist es runter auf, ich glaube sogar unter 250. Und jetzt ist wieder fast 392. Ja, ich gehe jetzt erstmal etwas essen. 5511. Da wollte ich gestern schon essen, aber ich bin zu früh gekommen. Die haben irgendwie erst ab 12 Küche offen und ich war 11:30 oder so da. Dann habe ich mir die Pommes gegönnt. Die waren okay. Also Pommes war krass, aber ich hatte so mit Ochsenfetzen. Kannst du wegschmeißen. Okay, so schlimm war es nicht. Aber unnötig. Muss man nicht nochmal bestellt haben. Ich habe mir was gegönnt und zwar habe ich mir gegönnt Mac and Cheese und Avocado Fries. Bin gespannt. Uni-Gegend, hier ist eigentlich immer recht voll. Ab nachmittags oder am Wochenende, weil die ganzen Studenten ihr Apagol hier dann kaufen, Apagol Spritz und sich dann gönnen. Das ist hier ein neuer Hotspot geworden. Ja, das ist echt schlimm, Mann. Wochenende hier irgendwo was zu essen finden, richtig leidend, Mann. Alles voller Menschen, Mann. Ja, zum Glück ist es mitten am Tag. Ich habe halt nichts zu tun. Nee, Mann, ich muss später noch arbeiten. Also, arbeiten. An meiner Tour natürlich, aber nicht die 0815 9-to-5-Job. Nicht im Hamsterrad, wie Barisch sagt. Ich bin aus dem Hamsterrad ausgebrochen. Wobei, davor war ich auch nicht wirklich im Hamsterrad. Ich war ja auch davor selbstständig. Hat sich nicht so viel geändert. Wieder hier ist mein neuer Spot. Der neue Pennerplatz, wo ich esse. War halt nur heute und gestern zufällig in der Uni-Gegend zum Essen. So. Avocado Fries, Mac and Cheese mit Shrimp Firecrackern. Klingt saftig. Schauen wir mal, ob es saftig ist. Aber eigentlich bräuchte ich eine Gabel dafür. Krass, die haben mir Stäbchen gegeben. Interessant. Nie komplett runter. Schlechtes Omen, schlechtes Zeichen. Das ist bei Toten macht man das. Da gibt es ja diese Altare und da gibt es ein paar Opfergaben. Und da wird das dann genauso von oben nach unten senkrecht. Nico hat gerade geschrieben, Logan Paul zu krass, Kampf gegen Mayweather, einfach Entwickler. Ja, Logan Paul, die Paul-Brüder richtig krass, der andere gegen Ben Askren. Ich habe geschrieben, all in Mayweather wieder, Jungs. Vor ein paar Jahren habe ich den Tipp gegeben, wo er gegen Manny Pacquiao gekämpft hat. Setzt ein bisschen was, damals hatten wir nicht viel Geld, damals war Hunderte auf Mayweather setzen schon viel. Ja, schauen wir mal. Aber um ehrlich zu sein, muss ich mir das mal überlegen. Also Mayweather natürlich der krasseste Boxer unserer Zeit. Aber Logan Paul ist halt viel größer. Viel größer. Sprich auch die Reichweite und das macht schon was aus. Ich bin auch kein Boxprofi. Naja, egal. Schreibt in die Kommentare, ob ich 10.000 auf Mayweather setzen soll. Schaut's mal. Also einfach Pommes mit gebratenem Avocado, Avocado Fries, aber sieht gut aus. Und das hier, Tempura Shrimps und darunter ist Mac and Cheese. Ich glaube, das wird saftig. Das wird, glaube ich, saftig. Das klingt so geil, gebratenem Avocado, aber das ist relativ geschmackslos. Das hätten einfach normale Pommes sein können. Leute, lasst euch nicht immer verlocken von Sachen, die krass klingen. So wie gestern die Ochsenfetzen. Und die Pommes an sich waren geil, so wie hier. Ja, das extra, die Ochsenfetzen, in dem Fall der Avocado. Gar nicht so geil. Der sieht schon saftig aus, Mann. Der sieht echt saftig aus. Und in letzter Zeit habe ich ernst Bock auf so Meeresfrüchte. Und Frühlingshorn, Digga, ich habe so Bock auf so eine richtig saftige, knusprige, richtig geile Frühlingsrolle.
Ich habe echt schlecht kombiniert, Leute. Nudeln und Pommes passt so gar nicht zusammen. Und diese Mac and Cheese haben mich echt gerade bösart gefüllt. Das heißt, die Pommes waren eigentlich, ja, eigentlich verschwendet. Okay, ich werde es nicht wegschmeißen, aber ich werde es jetzt zu Hause irgendwann wieder aufwärmen und dann ist nicht so geil. Also hier hätte man sich echt sparen können oder ich jetzt anders kombinieren sollen, eine andere Beilage mir holen sollen. Foodblogger fail, Mann. Ich habe mir was zu essen geholt, also es gab einen kleinen Zeitsprung. Ich habe die Tour mal getestet. Der Digga hat weiter daran gearbeitet. Ich bin alles durchgegangen. Tour habt ihr auch schon oft genug gesehen. Dann verbessere ich alles nochmal. Sag ihm, was er noch alles hinzufügen muss, ändern muss. Und dann haben wir Tour Nummer 2 eigentlich auch schon beinahe fertig. Wir brauchen noch Fotos von der Tour für die Tour. Die muss mir die Fotografin noch schicken. Die haben wir eigentlich schon gemacht. Das muss ich dann bearbeiten, da schicke ich es dem Kollegen, der fügt dann alles ein. Rein theoretisch könnte ich das auch machen, aber er soll auch ein bisschen was machen. Und dann braucht man noch eine Aktion mit einer Influencerin für jede Tour. Separat, da habe ich, wisst ihr Bescheid, da habe ich einer geschrieben, aber wir waren schon in Kontakt, wir haben schon gelabert und so und auf die letzte Nachricht hat sie seitdem nicht mehr geantwortet. Dazu gleich aber noch was. Ach so, ja, das Essen, iPhone Too Good To Go. 3,50 nur für beide von meinem Stammlokal, wo ich immer Too Good To Go kaufe, falls da was noch da ist, weil das ist sehr beliebt. Too Good To Go ist so eine App, da kann man Sachen bestellen, die sonst vielleicht weggeschmissen verfallen würden. Nicht schlecht. 3,50, zwei fette Dinger. Sehr, sehr geil dort. So, bezüglich der Influencerin, mit der ich schon Kontakt hatte, weil die taugt mir wirklich, ich informiere mich davor immer, hab die alle auch schon eine Weile abonniert und folge denen. Und was ich immer mache ist, ich reagiere oder schreibe was zu ihren Kommentaren, unabhängig von der Kooperation, privat halt, so mäßig. Und dann sehe ich halt, okay, antworten die, ignorieren die. Es gibt sogar eine richtig nett, die hat sogar eine Sprachnachricht mal geschickt, obwohl die riesig ist. Die ist wirklich riesig und hat einfach so Sprachnachricht geschickt. Und da mache ich mir so den ersten Eindruck. Auf jeden Fall, die war auch bisher richtig nett. Und hat jetzt so leider auf die letzte Nachricht nicht geantwortet und seitdem geht es nicht weiter. Und ich habe eigentlich auch keinen Bock, sie hat es wahrscheinlich nicht gesehen, was weiß ich. Aber ich denke mir, wenn sie es nicht gesehen hat, okay, was wenn ein Zuschauer oder einer, der interessiert ist an dem, was sie macht. Also sagen wir, sie macht Promo für mich, macht da ihren Auftritt da, was weiß ich, wofür ich auch bezahlen werde dann. Und dann schreiben tatsächlich Leute, hey, was ist das, das ist cool und wollen mehr Infos. Und dann werden die ignoriert. Will ich dann so jemanden, der nicht auf alle Nachrichten eingeht, meine Marke repräsentieren lassen? Solche Gedanken gehen mir halt durch den Kopf. Auf jeden Fall wollte ich der nicht hinterherlaufen. Was macht der, was mache ich? Der alte Hong, nicht Bitcoin Hong, der weich geworden ist. Der alte, aggressive Hong. Ich frage einfach ihre Freundin, auch Influencerin, ein bisschen kleiner. Ich frage einfach sie, ob sie Bock hat. Dann mache ich mit der was. Dann sieht die das natürlich, weil die sind ja Freundinnen. Und dann denkt sie sich, hey, warte mal, haben die mich nicht angefragt? Und dann soll sie zu mir zurückkommen, weil ich schreibe ihr, ich laufe ihr sicher nicht hinterher. Das ist so mein Plan. Mal schauen, ob das so funktioniert. Aber ihr wisst, Leute, das ist serious business. So muss man handeln. Moment. Wir probieren jetzt auch das Getränk aus, was gerade jeder auf TikTok macht. Oder jeder auf TikTok Eis. Macht das anscheinend. Eis. Glas habe ich. Blütensirup. Moment. Hibiskus-Tee. Und Kokosnussmilch. Das war's auch schon, angeblich. Okay, Eis habe ich, ja. Himbeeren, Moment, stopp. Himbeeren. Also ich bin eigentlich kein Fan von Früchten oder Zeugs in den Drinks, weil so schnell entfaltet das doch den Geschmack gar nicht, man. Außer man püriert es oder so, stampft es ein, aber jetzt ein bisschen umrühren. Wie viel Himbeeren-Geschmack kommt da bitte dann raus? Oh ja, wir haben sogar genau denselben. Holunderblütensirup. Warte, wie viel macht sie da rein? Ein Ticken. Also ich glaube davon nicht zu viel. Puh. Ein Schuss noch. Sie hat Hibiskus-Tee. Habe ich so nicht gefunden. Anscheinend ist das voll selten. Ich habe nur den mit Wolwitsch.
Und der ist nicht pur, der hat noch Litchi und Maracuja. Aber ich habe einen anderen TikTok gesehen, da haben die auch das verwendet, weil der Hibiskus-Tee anscheinend echt selten ist. Relativ voll. Relativ, ja, okay. Und Kokosmilch. Coconut Milk. Wie viel davon? Das ist meine Kokosnussmilch so hart, Mann. Meinst du, es ist so ein Klumpen? Aber da ist nicht wirklich Milch drin. Digga, meint sie gar nicht so aus wie das von denen. Was hat jetzt diese Himbeere gemacht? Das ist doch nur der Dreck, der an der Himbeere war. Weil ich habe die nicht gewaschen, ich habe die gerade direkt reingetan. Das ist doch nur der Dreck davon hier reingegangen. Seht ihr, wie das so schön vermischt ist bei denen? Bei mir ist so weiße Stücke drin, Mann. Was ist das? Das ist gar nicht so gut fusioniert, gar nicht so gut gemischt worden. Ah, naja. Das schmeckt echt gut. Ich überlege, ob ich sage, dass es geil schmeckt. Nein, tut's nicht. Das schmeckt gut. Erfrischend, fruchtig. Ja, kann man machen. Das ist auf jeden Fall von mir. Ich muss noch ein paar Videos schneiden, weil ich habe heute eine Menge an der Tour gemacht, also sehr viel. Hoffentlich bald mal mehr dazu, wenn es so in Richtung Marketing, Social Media und sowas geht. Influencer-Kooperationen, vielleicht hole ich mir tatsächlich einen Praktikanten und sowas. Da geht hoffentlich dann eine Menge, wenn wir noch in eine andere Stadt expandieren, wenn wir da irgendwelche Partnerschaften haben, all dies, das, hoffentlich dann mit ein bisschen mehr Action bezüglich Hongs Tour. Aber das kann ich empfehlen. Wer Bock hat, wer diese Zutaten zufällig zu Hause hat, ich schaue auf TikTok nachher rum, was ich sonst noch so testen kann. Also das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Folgt uns auf Twitch und Instagram. Investiert in Bitcoin, vor allem DFI, benutzt meinen nicht Rabattcode, aber Rabattcode super saftig bei Kogo, falls der noch funktioniert. Meine Referral-Links alle unten in der Beschreibung. Ansonsten schaut auf Hongs Tour vorbei, falls ihr in München wohnt. Das war's von mir.